Wir haben am späten Nachmittag einen Hinweis eines Passanten entgegengenommen, der uns darüber informiert hat, dass hier im Eingangsbereich des Gerichtes ein menschliches Körperteil, das sich später als Kopf herausstellte, abgelegt wurde. Wir waren kurz Zeit später hier und haben in unmittelbarer räumlicher Nähe auch eine Person angetroffen. Diese haben wir überprüft und letztlich auch festgenommen. Wir behandeln ihn derzeit als Tatverdächtigen zu dieser Fundsituation, die wir haben. Parallel haben wir in Rheinnähe, im Bereich einer Gastronomie, haben wir einen Fund einer zweiten Leiche, also außerhalb der Gastronomie. Und wir gehen derzeit davon aus, dass der gefundene Kopf und dieser Leichnam im Zusammenhang stehen. Wir haben eine Mordkommission eingesetzt. Wir werden beide Fundorte entsprechend aufnehmen und können derzeit noch nichts zur Motivation, zum Hintergrund oder zu den Personen sagen. Wir wissen nur als Polizei, dass wir keine herleitenden Einsätze hatten. Das heißt, wir haben keine verdächtigen Beobachtungen, keine Hinweise auf Streitgeschehen bei uns auf dem Einsatztableau, sodass das Ganze recht unauffällig bis zum Zeitpunkt des Auffindens vonstatten ging. Der Festgenommene ist nach dem derzeitigen Sachstand 38 Jahre alt. Er ist uns polizeilich bekannt und wird aktuell polizeilich behandelt, erkennungsdienstlich behandelt und natürlich auch befragt und vernommen. Wir brauchen natürlich Zeugenhinweise, weil hier der aufgefundene Leichnam, von dem wir derzeit annehmen, dass er in einem Zusammenhang steht, doch ein Stück weg ist vom Fundort hier. Und wir brauchen Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, vielleicht zu einem Streitgeschehen. Wir brauchen Zeugen, die vielleicht ein Tatwerkzeug, das wir auch noch nicht aufgefunden haben, ein mögliches Tatwerkzeug aufgefunden haben auf den Straßen, vielleicht in der Nähe des Fundortes der Leiche. Und wenn jemand ein Video gedreht hat, vielleicht mit verdächtigen Beobachtungen, die jetzt in eine Relevanz kommen, dann sagen wir als Polizei, wir brauchen das und wir sind für eine Kontaktaufnahme hier sehr dankbar. Also wir nehmen jetzt den Tatort auf, dazu gehen wir entsprechend spurentechnisch vor. Natürlich müssen wir die Straße sperren für die Zeit. Wir werden letztlich das Leichenteil und auch den Leichnam sicherstellen und die Rechtsmedizin mit einbeziehen. Wir haben hier vor Ort auch die zuständige Staatsanwaltschaft aus Bonn und die ersten Teams der Mordkommission haben ihre Arbeit aufgenommen. Wir wollten heute Shisha rauchen vor ungefähr 2-3 Stunden. Kam von einer Straßenseite und kam hier zu einem Eingang, wollten bestellen und sah zwischen den Säulen einen Kopf mit dem Kopf quasi zu uns, mit dem Gesicht zum Amtsgericht. Was ich jetzt noch weiß, nachträglich, dass halt Rest des Körpers am alten Zollhof liegen könnte. Genau, jetzt sitzen wir und sind natürlich geschockt.